Hallo zusammen, endlich mal wieder ein Video, ich habe da richtig Bock drauf. Ich war im Urlaub in Kroatien für circa 2 Wochen und ja, da habe ich so einiges aufgebraucht, aber jetzt nicht nur im Urlaub, sondern auch schon vorher. Und meine Kiste ist voll, ja, das muss alles weg und ich habe die extra aufbewahrt für dieses Aufgebraucht-Video. Wir legen jetzt einfach los. Fangen wir an mit den Balea-Rasiergelen. Die verbrauche ich relativ häufig, weil ich die richtig gut finde. Die riechen wirklich sehr gut. Es gibt verschiedene Duftrichtungen und die machen ihren Job wirklich sehr gut. Die bringen meine Beine dazu, dass, oder meine Haut dazu, dass sie nicht irritiert ist und dass die Härchen wirklich sehr gründlich wegrasiert werden können. Nichts Spektakuläres, aber von der Verpackung her wirklich sehr, sehr schön. Das sind Isana Cremeseifen oder Isana Seife. Flüssigseife kaufe ich immer wieder nach in verschiedenen Sorten. Und der Vorteil bzw. der Hinweis, das finde ich sehr gut, dass da kein Mikroplastik drin ist, ja, hat mich sowieso vom Kauf überzeugt. Wenn das überall draufstehen würde, wo auch tatsächlich kein Mikroplastik drin ist, ich würde eher zu diesen Produkten greifen. Ich benutze immer nach jeder Zahnwäsche, Zahnwäsche, sagt man das so? Ja, nach jedem Zähneputzen, Mundwasser, weil ich dann einfach ein schönes, frisches Gefühl habe für eine längere Zeit. Und ich benutze immer das Listerine White. Einmal milden Geschmack. Ach, glaube, nee, das sind zwei gleiche, aber nur in verschiedenen Verpackungen. Die habe ich irgendwo gekauft, einmal im DM, glaube ich. Und einmal im Rossmann, ich weiß es nicht, aber ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Der Geschmack ist sehr frisch und es ist nicht zu stark. Das ist eine Zahncreme, die ich wirklich sehr empfehlen kann, zumal sie die Zähne vor Teeflecken schützt, Kaffeeflecken, und man hat ein richtig gutes Gefühl danach. Wenn man mit der Zunge über die Zähne streift, dann hat man ein richtig schönes, glattes, frisches Gefühl. Meine Lieblingsduschgele, das sind die von Balea After Sun. Die nutze ich jetzt nicht nur im Sommer, sondern tatsächlich ganzjährig, weil ich finde, dass sie sehr gut riechen. Sie riechen nach Urlaub, nach Sonne, nach Strand, nach Sonnencreme und nicht nur im Sommer. Ein Vergnügen, sondern auch im Winter, um einfach die Laune zu heben. Und das ist ein Duschgel, das gibt es tatsächlich ganzjährig bei DM und es hat einen Cooling-Effekt, was ich im Sommer sehr gut finde. Und es säubert tatsächlich auch von Chlor und von Salzwasser, was ich jetzt vor 2 Wochen oder innerhalb von 2 Wochen gut anwenden konnte und gut gebrauchen konnte. Meine Kinder haben Balea Magic Forest aufgebraucht. Ein Duschgel, was wirklich sehr gut riecht. Sehr süß. Und Kinder mögen das sowieso. Allein schon die Verpackung ist sehr ansprechend und damit dann zu duschen, hat meinen Kindern sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein Feuchtigkeitsshampoo von Balea. Und zwar mit Kokosduft. Fand ich gut. Fand ich richtig gut. Der Duft war auch eine Zeit lang in den Haaren geblieben. Es hat gut gereinigt. Und es ist halt für trockenes und strapaziertes Haar. Bei mir ist es so, dass ich hier oben eher fettiges Haar, ja, nicht fettig, ne? Aber es fettet schneller als hier unten. Die Spitzen sind dann eher trocken und dann kann man dieses Shampoo eigentlich ganz gut verwenden. Allerdings für meine Haarstruktur verwende ich immer oder meistens von Elvital das klärende Pflegeshampoo mit Tonerde. Mega gut, man hat ein richtig tolles, frisches Gefühl hier oben nach der Haarwäsche, auch 1-2 Tage danach, ja, und dann muss ich aber schon wieder die Haare waschen. Genau, und absolute Empfehlung, kaufe ich auch immer wieder nach. Ein Waschgel, was ich auch sehr, sehr gerne nachkaufe, wenn ich nicht so einiges im Backup hätte, weil es ist sehr, wie soll ich sagen, einfach. Es ist sehr natürlich, ein sehr natürlicher Duft. Es ist
Ja, ich mag das einfach. Es ist ein frisches Gefühl auf dem Gesicht und reinigt sehr gut und kostet auch nicht viel. Und das ist auch meine Empfehlung für normale bis Mischhaut. Hier habe ich ein Facial Scrub, also ein Gesichtsscrub, Gesichtspeeling. Ich habe es hinterher für den Körper benutzt, weil ich fand, das ist übrigens von Sukin und das habe ich aus irgendeiner Box. Ich weiß es nicht mehr, aus welcher Box. Die Peelingkörner waren einfach viel zu grob fürs Gesicht, fand ich. Und deswegen habe ich es tatsächlich hinterher in der Dusche aufgebraucht. Aber in der Dusche war es wirklich sehr, sehr gut. Eine Handcreme von Rituals. Ich mag die Düfte von Rituals. Ich mag die pflegende Kosmetik von Rituals. Das ist hier Ritual of Banyu. Riecht auch sehr gut. Allerdings ist es eher eine frischere Richtung. Also das könnten auch Männer anwenden. Das ist so ein bisschen herb, finde ich. Aber auch Frauen. Also es ist sehr neutral. Aber es geht doch eher in die frischere Richtung. Im Vergleich zu den anderen Rituals Düften, die meisten sind eher süßlich. Und ich würde es jetzt nicht nachkaufen, weil mir die anderen einfach besser gefallen. Aber Pflege ist top. Super. Mein All-Time-Favorite für die Augen, um das Augen-Make-up zu entfernen. Von Garnier Skin Active, das All-in-One Micellenwasser Waterproof. Ich finde, es macht das Augen-Make-up sehr, sehr gut weg, sehr schonend weg. Und man hat nicht, oder ich habe nicht unbedingt diesen Ölfilm in den Augen. Und von daher kaufe ich es auch immer wieder nach. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Ja, also oben eine Flüssigkeit, unten eine andersfarbige Flüssigkeit. Und das muss man vorher schütteln und ich finde, es reinigt richtig gut. Das ist eine Handcreme von Balea mit Urea. Und wenn ihr strapazierte Hände habt, kann ich diese auch sehr empfehlen. Besonders Handcremes mit Urea als Inhaltsstoff. Wirklich gut. Und die zog auch immer sehr, sehr schnell ein. Von daher würde ich die mir auch nachkaufen. Aber ich habe noch so einiges im Backup, was ich natürlich erstmal aufbrauchen werde. Ein Hair Treatment, also eine Haarmaske war das, würde ich sagen. Ja, Keratin Hair Treatment oder Haarbehandlung von Bingo Spa. Das habe ich mir zuschicken lassen und ich fand die gut. Aber man muss da aufpassen, welche Bedürfnisse das Haar selbst braucht oder hat. Und diese Maske oder diese Behandlung hat meine Haare in den Spitzen griffiger gemacht. Ich denke, das lag an diesem Keratin, ich weiß es nicht. Aber es hat meine Haare, man hat den Unterschied wirklich gemerkt, es hat sie fester gemacht, griffiger. Und wenn man so lockige Haare hat wie ich, dann ist es ganz gut, weil man dann so ein bisschen mehr Volumen reinbekommt. Und von daher, für Haare, die griffiger werden sollen, auch eine Empfehlung. Das ist auch von Bingo Spa. Das war auch in meinem Promo-Paket drin. Und das ist ein Gesichtspeeling. Aber auch hier habe ich es hinterher für den Körper anwenden müssen, weil ich fand, dass die Körnung ein bisschen zu stark war, speziell jetzt für meine Haut. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie auf eher weniger empfindliche Gesichtshaut sehr gut anzuwenden ist. Aber wie gesagt, ich habe es dann hinterher für den Körper benutzt. Das ist übrigens mit Schlamm, also so eine Art Schlammpeeling. Das muss leider weg von meiner geliebten Christine Kaufmann. Das ist die berühmte Schüttellotion und ja, die ist schon einiges an alt. Ich wollte die nicht weggeben, weil ich so ein bisschen eine kleine Erinnerung behalten wollte. Und ich fand's gut.
Ja, also das ist eine Schüttellotion, die gibt es auch nicht mehr zu kaufen, deswegen will ich da jetzt auch nicht großartig von schwärmen. Man muss da einfach schütteln und dann kommt da ein Make-up-artige Flüssigkeit heraus. Man kann es auf ein Wattepad tun und dann auf das Gesicht tupfen und dann hat man ein geklärtes Gesicht, aber mit einer leichten, nicht Tönung, sondern Weichzeichnung, würde ich sagen. Und ja, das kommt jetzt weg, ist leider zu alt, das kann man nicht mehr anwenden. Ich habe auch ordentlich ausgemistet, also ich bin meinen Schminkschrank hinter mir durchgegangen und ich habe wirklich alle Sachen ausgemistet, die schon einfach, die ich nie benutze und oder nie benutzt habe seit einem Jahr oder länger. Und die ja irgendwann einfach mal weg müssen. Und das ist zum Beispiel von Essence Chasing the Tan, also ein Bronzing Water und ein Glow Mist Water. Ich werde noch mal fragen, ob das jemand haben möchte in meinem Umfeld, weil es ist nämlich nicht benutzt worden. Es ist noch völlig ungeöffnet. Man kann es auch noch benutzen, so alt ist es gar nicht, aber ich werde es nicht benutzen, deswegen gebe ich diese beiden ab. Das gleiche gilt auch für die Bronzing Shimmer Cream von Essence, habe ich zeitgleich mit diesen beiden anderen gekauft und auch nie benutzt, das wird dann auch abgegeben. Und das gleiche, die gleiche Geschichte von Catrice Sunshine on My Shoulders Body Shimmer Oil. Hier habe ich noch von Wingo Spa auch eine Gesichtsbehandlung und zwar mit Hyaluronsäure. Ja, no needles, no pain heißt es. Und das musste man einfach, man muss das Käppchen hier oben abmachen, hoppala, Käppchen abmachen und dann einfach hier unten pumpen und dann kommt das die gewünschte Menge hier raus. Und dann trägt man sich das einfach aufs Gesicht. Soll man auch nicht täglich machen, aber ich habe es jetzt aufgebraucht. Fand ich ganz gut, die Pflegewirkung war super. Und ja, genau. Also ihr könnt ja auf der Seite von Bingo Spa mal schauen, was die so haben. Die haben Kosmetikartikel, die eher so für Kosmetikstudios konzipiert sind. Ich habe darüber übrigens auch ein Video gemacht, das kann ich euch gerne unten verlinken in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, da stelle ich einige Produkte vor. M. Awesome, das war alles, glaube ich, in einem Kalender. Das sind Gesichtspflegecremes, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, weil die alle wirklich sehr gut waren. Awesome-Produkte im Allgemeinen sind von der Pflegewirkung mega. Das ist zum Beispiel M. Awesome Supreme Hyaluron Cream, ja, also eine Tagespflege. Und das alles in Probiergrößen. Dann habe ich hier Vino Gold. Ja, das ist eine körperstraffende Körperpflege. Wieder eine Gesichtspflege Kollagen Lift. Dann noch eine All-in-One Gesichtspflege. Und dann diese kleinen Tübchen einmal mit einem Concentrate, also mit einem Serum sozusagen. Und das ist auch ein Serum. Wie gesagt, alle M. Awesome Produkte kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich glaube, ich habe fast alle ausprobiert. Von It Works habe ich aufgebraucht Radiance. Das ist ein Hyaluron, also ein sehr... Wie soll ich sagen, sehr konzentriertes Hyaluroncreme, genau, fürs ganze Gesicht. Da muss man auch sehr, sehr wenig von rausnehmen mit der Pipette. Fand ich wirklich sehr gut, aber ich kaufe es mir nicht nach, weil ich einfach nicht alles rausgekriegt habe. Ja, also man kommt mit der Pipette an diese Creme nicht unbedingt dran. Es ist nicht flüssig, sondern cremig. Und von daher, ja, da ist eigentlich noch einiges drin. Da müsste ich mit dem Wattestäbchen reingehen. Mache ich nicht, das kommt weg. Das Rexona Maximum Protection habe ich auch im Backup. Benutze ich nicht immer, nur wenn es wirklich wichtig ist. Wenn man zu einem wichtigen Termin muss und man nicht anfangen möchte, eventuell, keine Ahnung, weil es draußen warm ist, zu müffeln. Ansonsten nutze ich nämlich aktuell dieses
Green Door. Ja, das ist auf natürlicher Basis. Das ist so eine Deo-Creme, die man sich dann auf die Achseln streicht. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Man riecht dann neutral. Also wenn man das 1-2 Tage angewendet hat hinterher, jetzt nicht sofort, dann funktioniert es. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie gesagt, das hier in Notfällen hält den Schweißgeruch, hält alle Gerüche fern. Und das kann ich jedenfalls empfehlen. Auf jeden Fall. Hier kommt mein absolutes Flop-Produkt. Und zwar ist das von Balea. Die Salzöl oder das Salzöl Body Peeling. Das war so in einem Dreier-Set mit Body Cream und Duschschaum, glaube ich, war das. Ich habe es angewendet in der Dusche ein oder zweimal. Und dann habe ich gesagt, nein, es kommt weg. Es ist noch komplett voll. Der Grund ist einfach der, dass ich habe es mir auf den Körper geschmiert und Peeling-Effekt war nicht da. Und ich wollte es mir dann abwaschen und es ging nicht. Diese Paste oder diese Creme, dieser Film, der ging nicht ab, auch nicht mit Duschgel. Und man hatte auch unter den Füßen, man hatte das Gefühl, dass man sich eingeseift hat mit Seife, mit Dauerseife. Also das ging einfach nicht weg und unter den Fußsohlen ist es natürlich rutschig und gefährlich. Und für mich eine absolute Null. Sorry, aber das war so enttäuschend. Genau, keine Empfehlung. Ich habe einiges ausgemistet und das muss jetzt alles weg, weil ich es entweder nicht mehr benutzen werde oder weil die Sachen einfach aufgebraucht sind. Zum Beispiel hier einmal die Mascara von Maybelline, ist das? Ja, von Maybelline, die Sky High. Ja, die Sky High Mascara, die fand ich richtig gut. Und zwar ist das eine Mascara, die so ein biegsames Bürstchen hat. Ja, und die fand ich richtig gut. Die hat auch richtig schönen Wimpernschlag gezaubert. Aber die ist dann jetzt mittlerweile so häufig benutzt worden von mir und auch eingetrocknet. Und deswegen kommt sie weg. Eine weitere Mascara, die ich eher weniger aufgebraucht habe, aber die ist auch schon trocken. Das ist von Yves Rocher. Das war in einem Kalender drin, in dem Yves Rocher Kalender. Kommt auch weg. Und was ich auch ganz gut fand, diese Bye Bye Panda Eyes Mascara von Essence. Ich fand die deshalb gut, weil sie tatsächlich einen guten Wimpernschlag gezaubert hat und sie hat ihr Versprechen gehalten, dass man tatsächlich keine Panda-Augen bekommt. Panda-Augen, das kennt ihr, wenn man Wimperntusche sehr lange trägt, den ganzen Tag über zum Beispiel, dass das dann irgendwann hier unten landet und das war bei dieser nicht. Und ich habe hinterher auch festgestellt, habe ich nicht ein Video drüber gemacht? Ich glaube wohl, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Genau, und ich habe nämlich beim Abnehmen festgestellt, du kannst sie so easy peasy in der Dusche abwaschen, weil sie nicht schmiert, sondern wenn man mit dem Wasser über die Augen geht, zerläuft es nicht, sondern es kringelt sich und das kann man dann so mit dem Duschwasser abwaschen. Mit der Dusche übers Gesicht gehen und weg ist es. Also ich war wirklich begeistert. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Catrice Brush Ink Tattoo Liner. Eyeliner. Fand ich gut. Ich benutze hauptsächlich diese Eyeliner. Ist aber mittlerweile eingetrocknet mit dieser Spitze. Und man konnte damit sehr, sehr präzise zeichnen, malen, wie auch immer. Und auch eine Empfehlung von Catrice. Die Eyeliner finde ich im Allgemeinen richtig gut. Goodbye Pores habe ich heute aufgebraucht. Beziehungsweise ich habe festgestellt, dass sie nicht mehr funzt wie am Anfang. Sie hat meine Haut dazu gebracht, dass es sich Kringel bilden, ja, beim Auftrag. Aber es lag nicht an dem Produkt selbst, sondern an dem Alter. Also es ist schon ein älteres Mädchen und deswegen, es ist fast aufgebraucht. Es ist
fast aufgebraucht und ja, das kommt jetzt auf jeden Fall weg, hat aber seine Dienste sehr, sehr gut geleistet, fand ich. Blush habe ich, kommt weg. Das ist ein uraltes Schätzchen, Beauty Safari von P2 noch. Habe ich zwar benutzt, aber eher selten und mittlerweile ist das Käppchen kaputt gegangen und von daher, ich habe da noch einige Blushes im Petto, deswegen kann das weg. Auch heiß geliebt, aber das Päckchen, der Deckel ist weg, also kaputt und das kann ich irgendwie nicht so richtig lagern. Gibt es auch nicht mehr in Rossmann, das ist ein Highlighter und Blush in einem. Fand ich richtig gut. Man braucht es nur einmal auftragen und man hatte gleichzeitig einen Blush und einen Highlighter. Genau, wie hieß der nochmal? Moondust, glaube ich. Genau, Moondust. Die hier auch, die kommen auch weg. Einmal von P2 Bohemian Tropics. Ein Bronzer, ein Körperbronzer und von Essence Bronzes Way. Das ist gar nicht mal so alt, aber ausmisten heißt einfach, wenn du die Dinger nicht benutzt innerhalb halben Jahres oder Jahres, dann muss es weg, wenn du keine Sammelleidenschaft dafür mehr hast. Auch ein altes Schätzchen hier, sehr altes Schätzchen von Catrice Cosmetic Blush and Bronze aus einer LE, Sound of Silence. Habe ich auch ziemlich oft benutzt, aber wie es bei Puderprodukten halt so ist, die lassen sich nicht so schnell aufbrauchen. Aber es kommt jetzt einfach weg. Noch ein Schätzchen, aber es ist etwas neuer und es ist auch nicht so oft gebraucht worden. Trotzdem kann ich es nicht anwenden. Das werde ich wahrscheinlich abgeben. Dann habe ich hier schon das nächste, was weg kann, weil ich es nicht benutze, beziehungsweise meine Kinder damit sehr großen Spaß hatten. Wie man sieht, ja, und ja, es kommt weg, es wird nicht mehr benutzt, meine Kinder benutzen es auch nicht mehr, haben da auch keinen Spaß mehr dran und von daher, ich habe so viele Paletten. Von Essence ist das die Epic Sunset, genau, war ganz okay. So, weiter geht's mit Make-up und zwar von Perfect Match Nude. Das ist ein neueres Make-up. Das habe ich in zwei Farbvarianten geholt. Einmal für etwas hellere Haut, einmal für ein bisschen dunklere Haut. Je nachdem, jetzt im Sommer ist meine Haut etwas dunkler geworden. Das hier ist aufgebraucht. Fand ich nicht schlecht. Also fand ich richtig gut, muss ich dazu sagen. Es hat wirklich die Haut weich gezeichnet. Hat ein schönes, ebenmäßiges Hautbild gezeichnet und ja, das ist jetzt aufgebraucht, das andere habe ich noch. Und vielleicht gibt es dazu auch ein Review-Video, muss ich mal schauen. Isana Nagellackentferner mit Schwämmchen kaufe ich immer wieder nach. Hauptsache, da ist ein Schwämmchen drin, wo ich einfach nur meinen Finger reinstecken muss. Und Finger wieder raus und der Nagellack ist ab. Funktioniert super. Meine Empfehlung sind die Nagellacke von Catrice. Und zwar Icon Nails Gel. Gel in Geloptik. Mega gut, die habe ich jetzt auch drauf. Nicht von dieser Flasche, ich habe nämlich zwei Backups, weil ich die so gut finde. Und ja, dieser Effekt, ja, den sieht man, das ist halt so ein Gelschein-Effekt und es hält relativ gut. Zwei, drei Tage hält es auf jeden Fall. Und ich kaufe es mir immer wieder nach, meistens in Rot oder in Schwarz. Dann hier ein kleines Tübchen, Fläschchen, nee, das ist ein Pumper, glaube ich, genau, von Caudalie. Ich weiß nicht, woher ich das habe, ich glaube aus einer Box. Caudalie, das ist ein Serum gewesen, oder? Ja, fand ich gut. Es hat gut gepflegt, aber es war halt sehr wenig drin, um da jetzt ein großes Resümee ziehen zu können. Das kaufe ich immer wieder nach. Wenn das leer ist, ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein Backup in meinem Beauty-Schrank. Von Essence Express Dry Drops. Und zwar sind das Drops, also da ist eine Flüssigkeit drin, die muss man mit der Pinzette rausholen und über den Nagel tröpfeln, über den frisch lackierten Nagel. Weil die Tropfen
den Nagellack dazu bringen, schneller zu trocknen. Und es ist tatsächlich so. Und ich habe auch andere ausprobiert von anderen Marken, aber keins kommt an dieses heran. Wieso bin ich dann jetzt hier so verdammt eingeschmiert? I don't know. Egal, geht nicht ab. Ach so, das ist von diesem Avon Lip Tattoo. Ja, könnt ihr mal sehen, wie der hält, ne? So, ich glaube, wir kommen jetzt dem Ende zu und ich bin auch froh drum, weil ich hier voll nass geschwitzt bin. Es ist super heiß hier in meinem Büro. Genau, und deswegen machen wir das Video auch jetzt mal erstmal Schluss. Ich habe noch eine Kiste aufgebrauchter Sachen, aber die habe ich aussortiert, denn es sind, oder beiseite gelegt, denn es sind Avon-Sachen. Und da wollte ich ein separates Video drüber machen. Das hier auch fand ich ganz toll. Es hat nämlich einen richtig tollen Duft gehabt. Ich glaube, Frangipani und Kokos? Irgendwie sowas? Im Schauen. I don't know, es roch auf jeden Fall sehr gut und ich habe es mir immer nach dem Auftragen vom Make-up aufgespritzt und das hat das Ganze fixiert. Entschuldigung, ich habe so viel gesprochen. Das hat das Ganze fixiert und zusätzlich hat es die Haut weich gezeichnet. In Kombination mit einem leichten Glow, weil dort da auch leichte Schimmerpartikel und auch leichte Glitzerpartikel drin sind. Aber es ist nicht so extrem, dass es nicht ansehnlich aussieht oder zu künstlich, sondern richtig schön natürlich. Das Trended Up Sunburst, genau. Limited Edition gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Glow Spritz. Fand ich aber gut. Jo, wir sind durch. Mal mir abtrocknen. Oh. Ja, wie ist das Wetter bei euch? Ich denke, ja, jetzt kommt eine Hitzewelle auf uns zu. Passt also auf euch auf, kühlt euch ab, haltet euch im Schatten auf und somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.